Hi, wir sind Kilian und Paula und wir erklären euch in diesem Video alles, was ihr zu Autopiloten für Quadrocopter wissen müsst. Ich möchte euch jetzt die verschiedenen technischen Bestandteile von Quadrocoptern der Reihe nach vorstellen. Diese Bestandteile umfassen Komponenten, die für die Erfüllung der Missionsziele und die Funktionalität des Fluggeräts entscheidend sind. Eines der wichtigsten technischen Bestandteile von Quadrocoptern ist der Rahmen oder auf Englisch Frame. Ihr seht hier ein Beispiel dafür. Der Rahmen verbindet alle anderen Komponenten des Quadrocopters miteinander und ist meist aus leichten, aber dennoch robusten Materialien gefertigt, wie Kohlefaser, Aluminium oder Kunststoff. Die Bauweise des Rahmens beeinflusst sowohl das Gewicht als auch die aerodynamischen Eigenschaften des Quadrocopters. Frames werden so gestaltet, dass sie robust und dennoch leicht sind, wenn sie auch dazu dienen, Vibrationen, die von den Motoren während des Betriebs erzeugt werden, zu dämpfen. Früher wurden Frames häufig aus Materialien wie G10-Glasfaser, Aluminium oder sogar Holz gefertigt. Heutzutage wird jedoch fast ausschließlich Carbonfaser verwendet, da sie extreme Robustheit und Leichtigkeit bietet. Es ist nicht erforderlich, dass alle Teile eines Frames aus dem gleichen Material bestehen. Neben einem Frame brauchen Quadrocopter natürlich auch Motoren und Propeller, um zu fliegen. Die Eigenschaften dieser Motoren und Propeller sind entscheidend für die Flugleistung von jedem Quadrocopter. Da es sich um Quadrocopter handelt, sprechen wir immer von einem Fluggerät mit vier Motoren, die jeweils mit einem Propeller verbunden sind. Es gibt auch Konfigurationen mit mehr Motoren und Propellern, diese sind aber nicht Bestandteil dieses Videos. Bei Quadrocoptern kommen häufig bürstenlose Motoren zum Einsatz. Durch diese bürstenlose Konstruktion läuft der Motor ohne Schleifkontakt. Dies ermöglicht eine höhere Drehzahl sowie eine höhere Energieeffizienz. Der optimierte Wirkungsgrad eignet sich daher perfekt für Multicopter. Bürstenlose oder auf Englisch brushless Motoren gibt es in mehreren Ausführungen. Größe und Gewicht sowie angeschlossene Propeller haben einen direkten Einfluss auf die Flugeigenschaften des Quadrocopters und auch auf den Stromverbrauch beim Fliegen. Damit der Quadrocopter kontrolliert fliegen kann, müssen die Drehrichtungen der einzelnen Propeller aufeinander abgestimmt sein. Die Bewegungen des Quadrocopters werden dann durch die Regulierung der Drehgeschwindigkeiten der einzelnen Propeller relativ zueinander gesteuert. Dadurch kann der Quadrocopter die wichtigsten Manöver fliegen. Die Funktionsweise der Manöver zeige ich euch jetzt mit Hilfe einer Animation. Um einfach nach oben zu fliegen, müssen die Propeller sich gleich schnell drehen und dadurch eine Auftriebskraft erzeugen, die größer ist als die Gravitationskraft des Quadrocopters. Wenn Auftriebskraft und Gravitationskraft gleich sind, kann der Quadrocopter in der Luft schweben. Um vorwärts zu fliegen, auch Pitch genannt, drehen sich die vorderen Propeller langsamer und die hinteren Propeller schneller. Dadurch neigt sich der Quadrocopter nach vorne. Ist die gewünschte Neigung erreicht, drehen sich alle Propeller wieder gleich schnell und die Drohne befindet sich im Vorwärtsflug. Ähnlich dazu funktioniert das Kippen, auf Englisch auch Roll, des Quadrocopters. Die Propeller auf der einen Seite drehen sich schneller und bringen so den Quadrocopter zu einer Seitwärtsbewegung. Durch die entgegengesetzte Drehbewegungen der Propeller hat der Quadrocopter keinen Drehmoment, wenn sich alle Propeller gleich schnell drehen. Das liegt daran, dass durch die Anordnung der Propeller sich die einzelnen Drehmomente gegenseitig auslöschen. Soll sich der Quadrocopter nun um die eigene Achse drehen, dann muss die Drehgeschwindigkeit von zwei gegenüberliegenden Propellern angepasst werden. Jetzt kommen die weiteren Komponenten. Brushless-Motoren sind mehrphasig, normalerweise dreiphasig. Das bedeutet, dass die Motoren durch direkte Gleichstromzufuhr noch nicht direkt rotieren. Hier kommen die ESCs ins Spiel, die Electronic Speed Controller. Der ESC sendet eine Abfolge von Signalen an die Motoren, die sie zum Drehen bringen. Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines ESC ist die Angabe der Stromstärke in Ampere. Es wird empfohlen, einen ESC zu wählen, der für eine höhere Stromstärke ausgelegt ist, als der Motor benötigt. Ein weiterer wichtiger Faktor
kann die Programmierbarkeit des ESC sein, was besonders bei der Verwendung empfindlicher Motoren von Vorteil ist. Kommen wir nun zu den Batterien. Es werden Lithium-Polymer-Batterien empfohlen, da sie leicht sind und zugleich die erforderliche Strombelastung erfüllen. Alternativ werden Nickel-Metall-Hydrid-Batterien empfohlen. Diese sind jedoch schwerer als die bereits genannten Batterien. Bei der Auswahl der Batteriekapazität müssen die folgenden Punkte beachtet werden. Wie viel Leistung benötigen die Motoren? Welche insgesamte Flugdauer wird angestrebt? Und wie stark soll das Gewicht der Batterie das Gesamtgewicht beeinflussen? Grundsätzlich gilt, wie man auch in der Grafik sehen kann, je höher die Kapazität, desto länger die Flugzeit. Da eine höhere Batteriekapazität jedoch auch ein höheres Gewicht bedeutet, steigt die Flugzeit nicht linear mit der Kapazität, sondern flacht nach einer gewissen Zeit ab. Zusätzliche Komponenten wie Kameras, Sensoren oder Nutzlasten können je nach Einsatzzweck hinzugefügt werden. Kameras werden häufig für Luftaufnahmen und Überwachung verwendet, während Sensoren wie GPS für die Positionsbestimmung und Navigation eingesetzt werden. Die Möglichkeit, verschiedene Geräte und Sensoren anzubringen, macht Quadrocopter äußerst anpassungsfähig und vielseitig einsetzbar. Zum Steuern eines Quadrocopters wird eine Ground Station verwendet. Weiteres hierzu später. Kommen wir nun zum Kapitel 2, der Autopilot. Zunächst einmal die Erklärung und die Unterschiede der zwei wichtigen Begriffe Autopilot und Flight Controller. Es gibt keine feste Definition, aber wir bezeichnen den Autopiloten als ein komplettes System, da es der Drohne ermöglicht, autonom zu einem bestimmten Wegpunkt zu fliegen. Und der Flugregler, also Flight Controller, ist nur das Gerät, das die Drohne stabil hält. Je nachdem, mit wem man spricht, werden beide Begriffe jedoch auch synonym verwendet. Bei den meisten Mini-Renn-Quadrocoptern wird ein Flugregler verwendet, der das Fluggerät stabil hält und auf der Grundlage der Eingabe des Piloten ständig die besten Befehle für die Motoren berechnet. Eine Kartierungsdrohne hingegen verfügt über ein Autopilotsystem, das einen Flugregler und andere Geräte wie beispielsweise GPS beinhaltet, die das Fluggerät stabil halten, während es ermittelt, wo es sich gerade befindet und wohin es fliegen soll. Der Prozessor ist die zentrale Einheit, auf der die Autopilot-Firmware läuft und die alle Berechnungen durchführt. Die meisten Flugregler haben 32-Bit-Prozessoren, die leistungsfähiger sind als 8-Bit-Systeme. Aber es gibt immer noch ein paar beliebte 8-Bit-Autopilot-Plattformen, wie Autopilot Mega, den man gerade auch sehen kann, die online sehr günstig zu finden sind. Ich stelle euch jetzt die wichtigsten Sensoren vor, die Autopiloten einsetzen, um den Quadrocopter möglichst präzise zu steuern. Ein erster wichtiger Sensor ist die Inertial Measurement Unit, kurz AMU. Sie misst die Drehung und Beschleunigung des Quadrocopters, wodurch dessen Position und Geschwindigkeit bestimmt werden können. Sie kommt als Teil eines Trägheitsnavigationssystems häufig in Flugzeugen, anderen unbemannten Flugobjekten sowie in Raketen und sogar in Satelliten zum Einsatz. Eine AMU besteht dabei aus drei wichtigen Sensoren. Bei dem ersten Sensor handelt es sich um ein Beschleunigungsmesser. Wie der Name schon andeuten lässt, misst er die Beschleunigungskräfte, die auf den Quadrocopter einwirken. Als zweiter Sensor kommt ein Gyroskop zum Einsatz. Es misst die auftretenden Rotationskräfte. Als dritter, optionaler Sensor kann ein Magnetometer zur Messung des Magnetfelds eingesetzt werden. Die GPS-Technologie hat entscheidend dazu beigetragen, dass Drohnen autonome Einsätze fliegen können. Die tatsächliche Position der Drohne wird mit der Zielposition verglichen und den Motoren werden die entsprechenden Befehle erteilt, um die Zielposition zu erreichen. Der GPS-Empfänger verarbeitet Signale von mehreren GPS-Satelliten. Je nach Standort der Satellitenquelle variiert die Zeit, die das GPS-Modul der Drohne benötigt, um das Signal zu empfangen. Der Standort der Drohne kann durch Triangulation der relativen Position der Drohne von den verschiedenen GPS-Satelliten aus bestimmt werden. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung hängt von der Stärke des vom GPS-Modul der Drohne empfangenen Signals und der Anzahl der Satelliten in seiner Reichweite ab. Neben den eben vorgestellten Sensoren kann auch der Einsatz eines Barometers sinnvoll sein, um die Höhe des Quadrocopters zu bestimmen. Abschließend sollte auch gesagt werden, dass für eine Funkverbindung mit der Drohne Sende- und Empfangskomponenten sowohl am Quadrocopter als auch an der Ground Station notwendig sind. Um vom Autopiloten zur Software überzuleiten, möchte ich nun einmal zeigen, wie aus den tatsächlichen Daten der Sensoren, die letztendlich Befehle an die Motoren ermittelt werden.
Dazu zeichne ich gleich ein Diagramm, was die unterschiedlichen Abstraktionsebenen darstellt. Beginnen wir mit der physischen Welt. Sensoren messen unterschiedliche physische Daten. In der Navigationsschicht werden diese weiterverarbeitet zu tatsächlich technisch nutzbaren Daten. Wenn man beispielsweise ein Barometer hat, misst er tatsächlich den Luftdruck und in der Navigationsschicht kann das dann umgerechnet werden in die tatsächliche Höhe des Quadrocopters. Diese Daten werden dann weitergeleitet in die Steuerungsschicht. Schicht findet zunächst einmal eine Kommunikation mit dem Piloten oder der KI statt, die den Quadrocopter steuert. Die Befehle des Piloten werden hier weiter verarbeitet in tatsächliche Handlungsabläufe. Beispielsweise, wenn der Befehl ist, zum nächsten Wegpunkt zu fliegen, wird er hier weiterverarbeitet mit Informationen wie fliege geradeaus oder um eine Kurve. Diese Handlungsabläufe werden dann weiterverarbeitet und weitergeleitet in die Steuerungsschicht. Hier werden sie zusammengeführt mit den Informationen, die aus den Sensordaten extrahiert worden sind. Hier wird aus der tatsächlichen Position berechnet, welche technischen Schritte notwendig sind, um den Befehl durchzuführen. Diese Informationen werden weitergeleitet in die Kontrollschicht. Hier werden die tatsächlichen physischen Änderungen verarbeitet und vorgenommen. Und zum Schluss kann man die Änderungen an den Motoren beobachten. Endlich wurde der Befehl des Piloten ausgeführt in der physischen Welt. Um nun nochmal genauer zu zeigen, wie die einzelnen Komponenten des Autopiloten miteinander interagieren, stelle ich noch ein weiteres Diagramm zum Flightstack vor. Der Flightstack ist eine Sammlung von Algorithmen zur Lenkung, Navigation und Kontrolle. Ein Estimator nimmt eine oder mehrere Sensoreingaben, kombiniert sie und berechnet den Zustand des Fahrzeugs, zum Beispiel die Lage aus den IMU-Sensordaten. Ein Controller ist eine Komponente, die als Eingabe einen Sollwert und eine Messung oder einen geschätzten Zustand nimmt. Das Ziel ist es, den Wert der Prozessvariable, also des geschätzten Zustandes, so anzupassen, dass er dem Sollwert entspricht. Das Ergebnis ist eine Korrektur, um letztendlich den Sollwert zu erreichen. Zum Beispiel nimmt der Positionsregler Positionssollwerte als Eingaben. Die Prozessvariable ist die aktuell geschätzte Position und das Ergebnis ist ein Lage- und Schubsollwert, der das Fahrzeug in Richtung der gewünschten Position bewegt. Die Eingaben von der Fernbedienung oder von der Ground Station werden auch vom Controller berücksichtigt. Hier die Remote Control. Befehle können auch vom Navigator kommen, der einen Missionsplan abruft. Der Attitude- und Rate-Controller berechnet dann die optimalen Befehle für die Motoren. Ein Mixer nimmt die Kraftbefehle wie nach rechts drehen und übersetzt sie in individuelle Motorbefehle, wobei er sicherstellt, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Diese Übersetzung ist fahrzeugspezifisch und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anordnung der Motoren in Bezug auf den Schwerpunkt oder dem Trägheitsmoment des Fahrzeugs. Der Antrieb oder Actuator setzt die Befehle dann um und der Quadrocopter führt den Befehl aus. Nachdem ihr nun das Flightstack kennt, stelle ich euch verschiedene Lösungen vor, wie mit dem Quadrocopter kommuniziert werden kann. Ein Quadrocopter wird in der Regel von einer Ground Station kontrolliert. Eine Ground Station ist eine Softwareanwendung, die auf einem Computer,
einem Tablet oder einem Smartphone auf dem Boden läuft und über Funk mit dem Quadrocopter kommuniziert. Sie informiert über Echtzeitdaten wie Position und Leistung des Quadrocopters und zeigt viele Instrumente an, die auch in einem echten Flugzeug zu finden sind. Eine Ground Station kann dazu verwendet werden, neue Missionsbefehle zu erteilen, den Quadrocopter direkt zu steuern oder Parameter einzustellen. Häufig wird auch das Live-Video-Feed des Quadrocopters eingeblendet, sodass er präzise gesteuert werden kann. Es gibt mehrere verschiedene Softwarelösungen für eine Ground Station. Ich stelle euch nun die gängigsten davon vor. Der Mission Planner ist eine voll ausgestattete Ground Station. Mit dieser können Flugzeuge, Kopter und Landfahrzeuge gesteuert werden. Die Software ist nur auf Microsoft Windows verfügbar. Der Mission Planner kann neben dem Steuern auch zum Konfigurieren der Fahrzeuge genutzt werden. Weitere Dinge, die mit dem Mission Planner möglich sind, sind folgende. Firmware kann auf den Quadrocopter hochgeladen werden. Die verschiedensten Parameter können angepasst werden, um die optimale Performance für das Fahrzeug zu erreichen. Komplette Missionen können geplant, gespeichert und geladen werden. Dazu kann mit Hilfe vom einfachen Point-and-Click auf Kartenmaterial von Google Maps Routen erstellt werden. Die Logs der Drohne können ausgelesen werden. Mit der passenden Telemetrie-Hardware kann außerdem der Status des Fahrzeugs während der Mission überwacht werden und in Verbindung mit einer Kamera kann das Fahrzeug mit einer First-Person-View gesteuert werden. Der APM Planner 2 ist eine weitere Ground Station. Die Open Source Software kann unter Windows, macOS und Linux ausgeführt werden. Sie gilt als eine der besten Optionen für Linux- und macOS-Nutzer. Wie auch schon der Mission Planner ermöglicht der APM Planner, Parameter und Einstellungen der Drohne festzulegen, eine Mission mit GPS-Wegpunkten zu planen und live den Flug zu steuern und Flugdaten anzeigen zu lassen. Der APM Planner kombiniert die einfache Bedienung des Mission Planners mit der Cross-Plattform-Verfügbarkeit der Q Ground Control, die ich euch gleich noch vorstellen werde. Q Ground Control bietet vollständige Flugkontrolle und Fahrzeuganpassung. Es ist einsteigerfreundlich, bietet aber auch Feintuning für erfahrene Benutzer. Q Ground Control läuft auf Windows, macOS, Linux, iOS und Android und ist daher sehr vielseitig einsetzbar. Auf einer Karte wird das Fahrzeug mit einem Flugpfad und Richtung angezeigt, während die wichtigsten Instrumente eingeblendet sind. Weitere wichtige Features der Software sind komplettes Setup der Konfiguration und der Drohne, Steuerung aller Fahrzeuge, die das Maflink-Protokoll verwenden, Missionsplanung für vollautonome Fahrzeuge, 3D-Ansicht des Quadrocopters in seiner Umgebung, eine First-Person-View-Steuerung sowie die Möglichkeit, mehrere Quadrocopter und Fluggeräte zu steuern. Die Wahl der richtigen Hardware des Flugcontrollers ist eine individuelle Entscheidung, die auf vielen verschiedenen Faktoren basiert. Erste Einschränkungen ergeben sich durch die physikalischen Eigenschaften der Drohne, wie Größe und Gewicht. Auch je nach Anwendungszweck unterscheidet sich die Wahl deutlich. Für eine Renndrohne beispielsweise sind ganz andere Dinge wichtig als für eine Drohne, die von einer Feuerwehr zur Brandbekämpfung eingesetzt wird. Die Anzahl und Redundanz der angeschlossenen Sensoren ist auch ein wichtiges Kriterium. Je nach Wahl der anderen Hardware werden bestimmte Werte wie Batterieladung entweder analog oder digital übertragen. Der Flugcontroller muss diese Werte dann auslesen können. Unterschiedlichste Features können je nach Einsatzgebiet nützlich sein. Nicht zuletzt variiert natürlich auch der Preis eines Flugcontrollers, je nachdem, welche Konfiguration er aufweist. Durch die Verfügbarkeit einer großen Anzahl an verschiedener Hardware ist für jede Anwendung ein Controller verfügbar. Um die Vielzahl der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten darzustellen, seht ihr jetzt ein paar Videos, wie Quadrocopter verwendet werden können. Als erstes seht ihr eine Löschdrohne im Einsatz. Sie bringt das Löschmittel an schwer zugängliche Stellen und kann das Feuer effektiv bekämpfen. Jetzt könnt ihr eine Renndrohne sehen, die einen Parcours fliegt. Genauer kann man hier ein Rennen beobachten zwischen zwei Drohnen. Dabei ist die eine von einem Menschen gesteuert und die andere von einer künstlichen Intelligenz. Gerade kann man im Video sehen, wie die KI mittels Kamera die Umgebung analysiert und wahrnimmt, um die perfekte Flugbahn zu berechnen.
Ein Quadrocopter kann auch bei der Bergung und Rettung von vermissten Personen helfen, beispielsweise durch Wärmebildkameras und der Koordination der Suchtrupps. Andere Konfigurationen der gleichen Drohne können die Polizei dabei unterstützen, sich bewegende Objekte wie Autos zu verfolgen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und ihr habt einen guten Überblick über Autopiloten für Quadrocopter.